Als erstes möchte ich euch aufrufen, am 23.03. auf die Demos gegen die neue EU-Urheberrechtsreform in eurer Stadt zu kommen. Meine Stadt wird Berlin sein. Meldet ihr euch doch mal, wenn ihr auch in Berlin unterwegs seid, am 23.03. Zum anderen möchte ich dieses Video nutzen, um mal zu analysieren, wie es denn zu dieser Situation überhaupt kam. Ich stütze mich da hauptsächlich auf die Argumentation von Julia Reda. Um das Ganze nachzuvollziehen, muss man erstmal verstehen, wie die Filmindustrie und Musikindustrie eigentlich die ganze Zeit Geld verdient haben. Ich zeige das jetzt beispielhaft für die Filmindustrie. Das trifft aber auf viele andere Industrien, wie zum Beispiel die Zeitungsverleger, genauso zu oder in ähnlicher Form zu. Zum einen wurde erstmal der Film produziert, dann wurde er an Filmverleiher gegeben, die wiederum Geld verdient haben, dann wurde es an die Kinos weitergegeben und auch die Kinobetreiber haben Geld verdient und danach wurde das einfach an Mediamärkte oder halt Einzelhandelsketten, konnten dann die DVDs und Blu-rays verkaufen und haben auch nochmal Geld verdient. Also es gibt ganz viele Stellen, wo hier einfach Geld verdient wurde. Jetzt schauen wir uns mal das Modell an, wie es jetzt aussieht. Ja, da verdienen jetzt nicht mehr so viele Geld. Das ist nämlich das Modell von Amazon Prime und Netflix. Die produzieren Filme selber und bringen die übers Internet direkt an den Endkunden. Da wird einmal dem Betreiber der Plattform gezahlt. Der Betreiber der Plattform ist auch gleichzeitig der Produzent, wenn man jetzt mal zum Beispiel von den, wie heißt das, Netflix Originals oder Amazon Originals ausgeht. Also Serien, die die selber produzieren. Das hat jetzt so ein bisschen die Content-Industrie in so eine kleine Krise gestürzt und jetzt müssen die gucken, wo die ihr Geld herkriegen. Jetzt haben die Idee gehabt, naja, wir könnten ja Plattformen wie YouTube dazu erpressen, dass sie uns Geld zahlen müssen. Und wie macht man das? Naja, mit einem schönen Gesetz. Man hat ja Lobbyisten, kann da in der EU schalten und walten und hat tatsächlich geschafft, Politiker wie Axel Voss dann dazu zu bringen, diese Gesetze auch umzusetzen. Und so erklärt sich auch, warum die Empörung groß ist, dass es doch gar nicht um Uploadfilter ginge. Ja, es geht auch tatsächlich den Politikern und der Lobby nicht um Uploadfilter. Das ist nicht Ziel des Gesetzes. Das ist nur die Keule, nur der Erpressungsversuch gegenüber YouTube. Die wollen YouTube und andere Plattformen, YouTube ist halt hier ein schönes Beispiel, dazu zwingen, Verträge mit der Content-Industrie, die ich jetzt mal hier Content Mafia genannt habe, weil hier geht es um Erpressung. Die wollen die einfach in solche Verträge zwingen, weil sie wissen, dass Upload-Filter technisch kaum machbar sind und YouTube ja in Haftung nehmen können, wenn dann doch da mal was durchrutscht. Die Nebenwirkungen sind denen scheinbar völlig egal. Ich möchte zum Beispiel auch mal meinen Blog ansprechen. Da kann man kommentieren und Kommentare sind halt auch User-Generated Content. Das heißt, wenn ihr frech sein wollt und ihr schreibt mir einen Kommentar rein, mit einem Zitat aus dem Buch oder ein Zitat von einem Künstler, das unter Urheberrechtsschutz steht, habe ich ein Problem. Jetzt habe ich noch kein Problem, weil wenn es jetzt gemeldet wird, dann kann ich es einfach löschen. Aktuell ist die Regel in Deutschland so, dass sobald ich in Kenntnis gesetzt wurde und ich es dann lösche, ist alles in Ordnung. Würde das Gesetz jetzt durchkommen, bin ich ab dem Moment verantwortlich, wo das Zeug oben steht und ich müsste quasi meine Kommentarfunktion ausschalten. Also das muss man auch nochmal bedenken, was das für Auswirkungen hat. Die Alternative wäre genau wie hier bei YouTube auch, dass ich zu VG Wort und diesen ganzen Interessensvertretern gehe und Verträge abschließe, monatlich eine quasi Schutzgebühr zahle, um diesem Risiko zu entgehen, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann ich natürlich nicht, dafür bin ich viel zu klein, die würden mich wahrscheinlich auslachen. Also ich muss am Ende die Kommentare abschalten, weil sonst laufe ich nämlich Gefahr, dass da jemand irgendwas reinschreibt, was irgendwie urheberrechtlich geschützt ist und was außerhalb meines Kontrollbereiches dann am Ende liegt. So, diese ganze Argumentation hat sich jetzt im Grunde auf die Seite von Julia Reda gestürzt. Noch darf ich sie zitieren, denn wir haben ja noch das Zitatrecht. Die Geschichte dieses Gesetzes ist eine einzige Blamage. Von Anfang an war die Intention hinter den Artikeln 11 und 13 nicht klar definierte Probleme im Urheberrecht mit sorgfältig abgewogenen Maßnahmen zu lösen, sondern die Taschen von lobbystarken Branchen zu füllen, egal mit welchen Nebenwirkungen. Genau, das ist das im Grunde, was ich auch so unterschreiben würde. So sieht mir das Ganze auch aus. Also Upload-Filter war nie geplant. Die Upload-Filter sind nur die Erpressung, damit man Plattformen in Verträge zwingen kann. Und dann halt auch wieder die Kohle fließt. Deshalb mein Aufruf, am 23.03. auf die Straße zu gehen.